So Leute, was geht ab? Auf jeden Fall werden wir jetzt auf Younes und Mariam reagieren. Die haben nämlich einen neuen Prank hochgeladen. Normalerweise drehe ich diese Videos auf dem Zweitkanal Janelle. Könnt ihr auch gerne natürlich ein Abo dalassen, ich küsse eure Augen. Ich habe ein Kind-Prank an Mariam. Sie weint emotional. Sie drehen seit 12 Wochen jeden Tag einen Prank und ihr wollt mir jetzt sagen, dass das nicht gespielt ist. Sag mal, Likes, Dislikes, Verhältnisse sehen eigentlich nicht schlecht aus, aber wir geben uns das Video jetzt. Ich küsse eure Augen. Jo Leute, was? Muss ich was dazu sagen, Leute? Geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Also das erste, was ich euch sage, natürlich Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und das Video liken und einen Kommentar da lassen. Heute habe ich was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar, heute werde ich Mariam sagen, Mariam wurde irgendwie den ganzen Urlaub verschont. Alle in den Kommentaren haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin gerade mit Sandra und Ennis hier. Mariam ist gerade Wasser holen gegangen. Dann dachte ich mir, ich werde was richtig krass machen und zwar werde ich mal... Ein Prank. Richtig krass, Bruder. Ein Prank. Richtig stark, Bruder. Ich werde das richtig krass machen. Ein Prank. Bruder, vor allem der ist fake, Digga. Aber egal, wir gönnen es denen. Wir gönnen dem ein bisschen Aufmerksamkeit. Komm, vielleicht pushen wir die auch ein bisschen mit meiner Reaction hier. Mariam sagen, Mariam weiß, ich bin sehr oft in Tunesien gewesen bei meiner Familie und dass ich eine große Familie in Tunesien habe. Und ich werde ihr sagen, Mariam, hör zu, vor 2 Jahren, als ich in Tunesien war, war ich mit einer Frau dort, die sollte ich heiraten. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe halt ein Kind mit ihr. Mal schauen, wie sie reagieren wird. Ich werde ihr auch schon sagen, ja, ich gehe das jetzt diesen Sommer besuchen. Und mal schauen, wie sie reagieren wird. Das Ding ist, ne, guck mal, eine Sache muss ich sagen. Die machen ihre Pranks so schlecht, die bereiten sich gar nicht darauf vor. Anstatt die irgendwie, keine Ahnung, ein Bild von einem Kind zeigen oder so. Ja, nee, das werden die wahrscheinlich nicht machen, weil die gar nicht so weit denken können. So, ja, nee, Younes, Bruder, wenn du Tipps brauchst oder so für Schauspielkünste, Bruder, melde dich bei mir, Bruder. Wir haben ja so oder so Chat offen bei Insta. Habibi. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Mariam, du warst halt die Einzige, die noch nicht geprankt wurde. Ich würde sagen, let's go. Warum nicht? Was? Warum nicht? Ich bin solche. Was ist solche? Dabei? Nein. Ja, deswegen. Ey, meinst du auch Rest da rein? Mach. Boah. Was ist mit dir los? Bei dir, Digga. Ja, die Kamera steht immer hier so, ne? Ja, die Kamera steht auch wirklich immer hier. Ja, ne, merkt ihr das nicht, oder was? Ja, Sandra, könnt ihr kurz hochgehen? Ich koch gerade meine Nudeln. 5 Minuten, bitte. Ich muss kurz mit Mariam reden. Okay, passt aber auf. Ich muss dir das erzählen. Aua! Du musst deine Schuhe noch machen. Nach Hause fahren? Ja. Zu nach Hause fahren? Was? Zu nach Hause fahren? Ey, seid mal bitte leise kurz. Oh, nein. Hä? Was? Was hast du gefragt? Du nach Hause fahren willst? Nein, ich muss dir was erzählen. Younes hat ein Kind. Ich habe auch ein Kind. Du weißt doch. Natürlich Spaß, ich habe kein Kind. Hä? Ich dachte kurz mein kleiner Bruder, wollte rein. Ich halt voll oft eigentlich in Tunesien bin und so. Du weißt ja auch, dass ich da voll viel Familie und so habe. Und du weißt ja auch manchmal, die denken so wie in Deutschland und diese Filme, ne? Heiraten und so. Du weißt du, wie das ist, ne? Und ich habe vor 2 Jahren, habe ich ein bisschen Scheiße gebaut da. Und zwar habe ich da eine kennengelernt, so, ne? Die ich kannte, meine Familie, ich erzähle das jetzt komplett offen und ehrlich. Und ich hatte halt was mit der. Und ich habe vor kurzem von meinem Onkel eine Nachricht bekommen, dass sie... Nee, kurzem. Ja. Das ist doch 2 Jahre her. Ja, aber mir wurde es jetzt erst gesagt, dass sie... Ja, das soll ich dir jetzt glauben. Ja, ne, zeig doch wenigstens die Nachricht oder keine Ahnung. Wow, Ennis ist doch neben dir, macht irgendwie so ein Fake-Chat, keine Ahnung, speichert den als dein Onkel ein, der soll Profilbild ändern. Ja, ne, solche Sachen musst du machen, damit das auch wirklich, ja, ne, real rüberkommt. Aber was macht ihr? Ihr redet nur miteinander und dann fängt die das an, auf einmal zu glauben, so. Ja, ne, so richtig unsinnig eigentlich, ne? Richtig Quatsch, Bruder, was soll ich dir sagen? Ja, anscheinend habe ich ein Kind und einen Vater. Und das Kind ist schon 2 Jahre alt. Tschüss, Lo, Karl, Kind ist schon 2 Jahre alt. Mach doch noch unglaubwürdiger, Digga. Karl, das Kind ist schon fast 2 Jahre alt. Oder ist schon 2 Jahre alt. Bruder, Kind hat jetzt schon mehr Bart als du, Arme nach ihm. Verarsch wie ein anderer. Wo soll ich dich verarschen? Keine Ahnung, weil du langweilig bist.
Nein, ich wollte das schon ganz Zeit lang, aber. Nein, jetzt bist du auch noch nicht, ne? Nein. Walla auch nicht, wenn du mich jetzt angst. Hä? Walla nicht, wenn ich mich jetzt angst. Warum sollte ich dich anlügen? Warum sollte ich dich anlügen? Warum sollte ich dich anlügen? Voll die Kinder, ja, Wallah. Voll die Kinder, ja, was soll ich mich sagen, aber okay, ja. Oh mein Gott, Wallah, darf ich den Pickel ausdrücken? Bitte. Schatz, das ist doch gerade Warte doch mal, lass mich mal. Das ist doch gerade eine ernste Sache. Warte doch mal. Aber es tut doch weh. Aber warte, das kennt mich doch gar nicht. Sie möchte jetzt während dem Video seinen Pickel ausdrücken. Während er ihr was Wichtiges sagt, drückt sie in den Pickel aus. Ja, nee, ja, nee. Soll jetzt glaubwürdig rüberkommen oder was, Bruder? Ja, Mariam. Hallo. Jungs, was soll ich dir sagen, Bruder? Ja. Ich will nicht mehr. Es tut weh. Ich bin Vater, was verstehst du nicht? Nicht so von. Ey, sag mal leise da oben. Ich kann nicht. Halas alles. Ich nehme dich ernst, wenn ich ihn ausdrücken darf. Versprochen, wie? Nein, das ist doch gerade eine ernste Sache. Was los bei dir? Ich will ihn nicht ausdrücken. Doch bitte, nein. Aber ich will ihn doch gerade ausdrücken. Nein, möchte ich aber nicht. Ich möchte es nicht. Du bist Vater. Ja, ich bin Vater. Guck mal jetzt, wie schlecht. Was heißt? Dass ich ein Kind habe. Was heißt? Das heißt gar nicht. Aber ich wollte jetzt diesen Sommer, also ich wollte jetzt die Tage dahin kriegen. Ich muss doch wissen, wer mein Kind ist, wie es aussieht. Aber ich darf sagen, was ich darf, okay? Achtet jetzt. Ja, aber. Jetzt geht's los. Du sollst Spaß machen. Das tut weh. Aber du fragst dich auch. Was kannst du mir noch vorher sagen? Was kannst du mir noch vorher sagen? Ey, Wallah, wie schlecht, Bruder, ja, wie schlecht, Bruder. Ich hab jetzt genau. Wann hab ich da weggeworfen, Digga? LED-Fernbedienung. Ey, Jani Mariam, Lo. Jani Yunus, Bruder. Ich küsse doch eure Augen, aber Bruder, das ist nicht mal mehr RTL-Niveau. Ja, die RTL hat euch auseinandergenommen, Bruder. Hört doch auf. Was ist das? Wie die weit, no? Ja, aber Leute, was soll ich euch dazu sagen? Das sind auf jeden Fall richtige Chujuks, ja. Faken einen Prank oder machen das jetzt seit 2 Wochen. Ja, die haben gemerkt auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, wie das jetzt auf einmal dazu kommt, dass die auf einmal regelmäßig Videos machen, weil davor haben die sich ja, glaube ich, ernährt durch TikTok, Instagram und so weiter, haben ja YouTube voll vernachlässigt. Jetzt sehen die YouTube, kann man ordentlich Geld machen, so wenn wir jetzt jeden Tag einen Prank hochladen. Aber Bruder, ja, ich küsse doch dein Auge. Ja, nee, macht Videos, macht jeden Tag Videos sogar. Ich reagiere sogar gerne drauf, ich schwör auf alles. Aber Bruder, wenn ihr jeden Tag einen Prank dreht, was sollen die Leute denken? Mach das mal bitte. Und das kannst du mitkommen. Das ernst? Ich muss auf jeden Fall besuchen gehen. Was los? Ich glaube, er hat ihr erzählt. Ja, ne, ich sag euch ehrlich, ne, wenn das wirklich echt wäre, also würde es wirklich so sein, dass Yunus einen Sohn hatte. Ich will nicht wissen, was Mariam gemacht hätte, Digga.
Amarim, der hat doch schon Yunus sein Leben zur Hölle gemacht, Amarim, wo er nur nach Hause gehen wollte, zu seinen Eltern. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, man hat Insiderwissen, ihr wisst Bescheid. Du weißt es schon, ne? Ich weiß schon. Hast du dir erzählt? Ja. Hast du euch gemacht, Walla? Früher oder später weiß ich rausgekommen. Und besser das. Hä? Und besser, dass sie es von dir erfährt, Walla. Ne? Ja. Was denn? Du hast einen Fehler, hättest du es von Anfang an jetzt? Ja. Das ist ein Fehler, aber besser jetzt als gar nicht. Hm? Ja, oh, diese, ich weiß nicht, diese Sachen soll man nicht so tun, als wenn die keine Ahnung hat, ja. Erstmal deinen Kelloggs weiter haben wir noch eben. Machen wir. Weißt du, hab ich schon. Schatz. Hä? Ja, was soll ich denn machen? No. Ich hab's doch selber erst vor ein paar Tagen rausbekommen. Warst du auch auf dem ersten Stand? Kannst du mich erzählen, ne? Ja, er war ja in Tunesien. Jani, die weiß das nicht, Bruder. Jani, ihr habt das nicht zusammen abgesprochen. Nein, habt ihr nicht. Wallah, was tun die so, ja? Oh. Ich wär so schlechte Schauspieler, hammerhart. Ich schwör's dir. Und wollte sein Vater oder so, keine Ahnung, der wollte, dass er da eine Frau heiratet. Und die ist jetzt schwanger von ihm. Ich hab schon ein Kind seit 2 Jahren. Was war das? Oder seit 2 Jahren? Ich hab ihn erst nicht vom Start. Was sagst du erst jetzt? Ja, ich hab's erst vor ein paar Tagen mitbekommen. Wie denn? Hat sich das Kind angerufen oder was? Nein, mein Onkel hat es mir gesagt. Ach, und was? Was war das denn? Ja, so ist davon nichts. Doch, ein bisschen schon so, aber ich hab's nicht geglaubt. Jetzt hab ich wirklich die Bestätigung bekommen. Ja, aber allein von dieser. Dass du es dachtest irgendwo, aber das hättest du ja doch sagen können. So schlecht, ne? Ich schwör auf alles. So schlecht, Bruder. Yunus. Bruder, ja. Warum? Hör doch auf, Bruder, ja. Schatz. Schatz? Ja, du bist... Aber echt richtig... Aber du bist voll ein Stück Scheiße, oder? Aber jetzt echt voll Dings. So richtig alt, dass du jetzt, oder? Was ein Trend? Oder ich höre, dieser Junge, dieser Ennis oder wie der ist, ne? Der redet auch nur irgendwie einen Satz im Jahr, ne? Kann das sein? Ich hör's dir. So, jetzt... Vor allem, ihr seid auch noch so kurz davor zusammenzuziehen und so. Schatz? Sie soll dich jetzt mit einem guten Gewissen nach Tunesien lassen, wo du dein Kind von einer anderen Frau besuchen gehst? Und du erwartest von ihr Verständnis? Schatz, ziehen wir trotzdem... Hallo? Hallo? Du klopfst da die ganze Zeit an meine Tür, Alter. Ich glaube, die Geister sind wieder unterwegs. Ja? Nein. Aber wir hatten doch so viele Pläne. Was für Nein entscheidest du das, oder was? Nein, aber... Bah, habt ihr das gesehen? Wie leben die da, Lo? Wie leben die da? Gehen die überhaupt duschen, Alter? Was ist los mit euch, ja? Weil auch heute mal ein bisschen euer Zimmer auf. Leck meine Nudeln. Schatz, es tut mir so leid. Schatz, es tut mir so leid. Killebeck, ja. Richtiger Killebeck, Alter. Ich schwör's dir. Es tut mir so leid, aber es musste einmal sein. Von allen wurdest du nicht einmal geprankt, Schatz. Von allen warst du die Einzige, die nicht geprankt wurde. Ja, aber du kannst mich doch nicht wegen einem Prank zum Wein bringen.
Aber Sandra hat auch gedacht. Ja, halt die Schnauze, ja. Jan, ihr habt das nicht geplant, Leute. Was soll ich euch dazu sagen? Bitte schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da auf Nambo, würde ich natürlich freuen. Folgt meinem zweiten Kanal. Dort heiße ich Janelle. Passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Bleibt gesund und haut rein.